Vor 4 Jahren haben sich Lilly, Cori und Lillys Vater Georg zusammengefunden, um das Projekt Gemeinschaftshof Werde zu gründen. Wir haben den alten Hof, der schon seit mehreren Generationen von Lilly und Georgs Familie betrieben wird, zum neuen Leben erweckt. Unser Feld ist jetzt von Wildgehölzen umgeben. Es wurden Obstbäume gepflanzt, wir haben die Mischkultur auf den Acker gebracht, alte Maschinen wurden für neue Methoden umgebaut und wir haben mit regenerativen Methoden aktiv zu einem besseren Bodenleben beigetragen. Zusätzlich wollen wir anderen Menschen einen Einblick in unsere Arbeit geben, um Themen wie nachhaltige Lebensformen, Selbstversorgung und Wertschätzung in der Landwirtschaft zu fördern. Neben dem Bildungsauftrag ist es uns ein besonderes Anliegen, als Vorreiterinnen in der nötigen Agrarwende mit zukunftsfähigen Methoden zu wirtschaften. Yeah! Während unserer Recherche nach dem nachhaltigsten Weg sind wir auf den faszinierenden ganzheitlichen Ansatz der Syntropie gestoßen. Mit syntropischen Agroforstsystemen wollen wir eine Landwirtschaft betreiben, die die Prozesse natürlicher Ökosysteme nachahmt. Damit verändert sich unsere Rolle als Landwirtinnen. Wir schauen nicht drauf, was die einzelne Pflanze an Input benötigt, sondern wir schaffen die Bedingungen, damit natürliche Prozesse ablaufen können und sich das System selbst reguliert. So wird die reiche Ernte ein Nebeneffekt der Regeneration des Ökosystems. Ein so einzigartiges System pflanzen wir diesen Herbst im Rahmen eines Einführungskurses zu syntropischen Agroforstsystemen. ExpertInnen unterstützen uns beim Design, der Planung und der Ausführung der Pflanzung. Aufgrund der internationalen Vernetzung unseres Hofs mit syntropisch Wirtschaftenden können wir durch die fortführende Begleitung und Verbesserung unseres Systems eine ökologisch und ökonomisch tragbare Landwirtschaft sicherstellen. Die Pflanzung umfasst 302 Bäume, 620 Büsche und 2600 Stauden und Gemüsepflanzen, darunter beispielsweise Äpfel, Birnen, Aronia, Kiwi und viele mehr. Für Pflanzgut, Werkzeuge und Materialien, die wir zur Pflanzung brauchen, benötigen wir 8.500 Euro. Doch Wunder können nicht alleine vollbracht werden. Nur durch eure Unterstützung erreichen wir ein regeneriertes Ökosystem, welches regionale, ganzjährige und vielfältige Versorgung mit Lebensmitteln von höchster Qualität sicherstellt. Dabei ist es ökonomisch tragbar, resilient gegenüber klimatischen Veränderungen und unabhängig von finanziellen und technischen Ressourcen sowie Weltkonzernen und globalen Lieferketten. Mit eurer Unterstützung erreichen wir außerdem eine offene Bildungsstätte, mit der wir aktiv Wissen weitergeben können. So können auch andere Landnutzende inspiriert werden, um auf überregionaler Ebene ganzheitliche Themen anzugehen, wie beispielsweise Artensterben, Wetterextreme, Trinkwasserverschmutzung und fehlende Nahrungsmittelsouveränität. Nur gemeinsam können wir einen resilienten Weg in eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial stabile Zukunft gehen. Mehr Hintergrundinformationen zu syntropischer Agroforstwirtschaft findet ihr in einem Erklärvideo auf unserem YouTube-Kanal. Action heißt, du musst die Schere reichen, Papa. Du fängst an, ich komm. Ohne eure Unterstützung erreichen wir den ohne. Fast.